Um Mittel für die Förderung des Jugendsports zu schaffen, veranstaltet der Panathlon Club Salzburg alle Jahre ein Golfturnier. So auch vergangenen Samstag beim Golfclub Drachenwand in Mondsee. Bei anfangs herrlichem Wetter starteten die Flights in den Turniertag. Seit 25 Jahren gibt es den Panathlon Club in Salzburg. Seit jeher widmen sich die Mitglieder dem Sport und fördern auch die sportlich ambitionierte Jugend. Wir kümmern uns ganz speziell in Salzburg zusammen mit der Landessportorganisation, mit den Salzburger Nachrichten und mit dem Schulsportmodell um die Salzburger Jugend. Also das sind Jugendliche, die noch nicht unter den Förderungsmantel fallen, die also im Alter so zwischen 16 und 20 Jahre sind, wo das Elternhaus wirklich noch aus dem Haushaltsgeld Trainingsaufenthalte, Reisen, Ausbildung bezahlen muss. Die unterstützen wir. Bedingung für die Förderung durch den Panathlon Club ist vor allem das Talent, der Fleiß und der Ernst bei der Sache. Ein paar prominente Weltklasse-Sportler und Sportlerinnen hatte man aber bereits in seinen Reihen. Ja, jetzt in 2-3 Stunden startet zum Beispiel der Lupo Weischer bei den Olympischen Spielen in London. Der war zum Beispiel einer, den wir unterstützt haben 2 Jahre. Oder die Michaela Kirchgassner fällt mir spontan ein und viele andere auch. Also. Für eine Medaille hat es zwar für Lupo Weischer nicht gereicht, aber durch seine bisherigen Erfolge weiß man, dass die Sportförderung Früchte trägt. Einen Teil dazu beigetragen hat sicher das Panathlon-Golfturnier beim Golfclub Drachenwand, mittlerweile in der 15. Ausgabe. Denn hier wird Geld lukriert, das 1:1 in die Sportförderung übergeht. Und dieser Wichtigkeit sind sich natürlich auch die Teilnehmer bewusst. Ich spiele erst seit 3 Jahren, bin heute das erste Mal bei dem Turnier dabei, bin an und für sich für Jugendförderung und Sportförderung sehr offen. Ich bin auch der Präsident vom Tennisclub in Mondsee, daher weiß ich, wie wichtig es ist, dass man da ein bisschen Geld zusammentragt. Und daher spiele ich da gerne mit. Erstens ist es ein wunderschönes Turnier. Es ist das Panathlon-Turnier für einen guten Zweck. Es wird die Jugend sportlich gefördert. Traumtag, tolle Preise und ganz wichtig natürlich auch für die, was nicht so gut golfen, tolle Tombola. Was erwarten Sie sich heute selber von dem Turnier? Ich möchte den Tag genießen. Ich hoffe, dass das Wetter hält und schauen, dass man so halbwegs seinen Score reinbringt. Ja. Ich habe mich heute sehr gut vorbereitet. Ja. Ich bin erst ein bisschen später heimgekommen. Ich bin froh, dass ich munter bin. Habe mich aber nichtsdestotrotz jetzt 1 Stunde lang aufgewärmt und eingespielt. Ich bin ja schon durchgeschwitzt. Hoffe, dass das Wetter hält. Und von mir persönlich, ich spiele da auf dem Platz mit einem Handicap von 30 und habe eigentlich das Ziel, dass ich dieses Handicap erspiele und bin da, glaube ich, in einem ganz guten Flight, wie immer der Schlechteste, da kann ich nur profitieren. Abgeschlossen wird das Turnier mit einer Abendveranstaltung, bei gutem Essen und Trinken, mit der Siegerehrung und eine große Tombola haben wir noch, wo also wertvolle Preise noch verteilt werden dann. Gehalten hat das Wetter zwar nicht das ganze Turnier, aber es stand so oder so der gute Zweck im Vordergrund.